Jo Leute, willkommen hier endlich mal wieder zu einer Hot Lap hier aus Sandford, aus ja, den Niederlanden, dem Zuhause von Verstappen. Und das hat man, glaube ich, auch gestern gemerkt im Qualifying. Es ging ziemlich ab, sehr knapp. Ich glaube, der knappste Unterschied zwischen 1 und 2 die letzten 5 Jahre. Abonniert den Channel, gleich kostenlos. Und wir werden natürlich standardgemäß mit dem Red Bull fahren hier in Sandford. Wir sind, das Debüt gab es schon 1952, 4259 Meter ist die Runde lang, deswegen auch, 14 Kurven natürlich, 10 rechts und 4 nur links, und wir fangen gegen den Uhrzeigersinn. Jim Clark hat die meisten Siege hier und deswegen auch 72 Runden, das ist abnormal, aber ja, auch natürlich, ja, der Kürze der Strecke geschuldet. Zwei DRS-Zonen hört sich am Anfang mal gut an. Das Problem natürlich ist, dass die Strecke eben sehr kurvig ist und als sehr schwierig zu überholen gilt. Unmöglich ist es natürlich nicht. Wir hatten letztes Jahr schon viele Überholmanöver gesehen. Jetzt geht es mal aus der letzten Kurve raus. Hier natürlich mit dem Red Bull und dem Fischkopfhelm. Aber wir starten hier direkt los. Eigentlich gibt es die DRS-Zone schon ab Kurve 14, das bedeutet die komplette Steilkurve auch schon, dass man eben mehr Überholungen generieren kann, aber hier im Game leider noch nicht. Die erste Kurve, lang gezogen rechts, nur nicht den Körper rechts berühren, das ist dein Todesurteil. Und ich bin auch eher so ein Fahrer, der auch nicht gerne diese breiten Curbs berührt. Viele Fahrer fahren da gerne drauf. Ich finde, wenn du da einmal drauf bist, du verlierst so viel Zeit, deswegen immer nur antäuschen hier und dann raus. Kurve Nummer 2. Auch eine schnelle Rechtskurve und jetzt kommt meine Lieblingskurve, Kurve Nummer 3, die erste Steilwand. By the way, die letzte Kurve, die Kurve 13-14, ist mit 15 Grad, also die hat eine Neigung von 15 Grad, damit ist man fast doppelt so steil wie die Indy 500 Strecke. Also das ist schon echt sehr, sehr steil. Und hier dann eine meiner absoluten Hasskurven, die Kurve Nummer 7, richtig lang gezogen und du verpasst den Scheitelgefühl in jeder Runde und da musst du auch durch dieses Geschlängel noch durch, die alles keine richtigen Kurven sind, aber trotzdem, hier auch, die ist gut, links nur nicht zu weit über den Körper, der zieht dich raus wie eine 1. Und hier links hatten wir auch im Qualifying und auch im Training hatten wir da ein paar Ausritte gesehen, auch Paris ganz, ganz knapp an die Mauer dran, echt eine schwierige Kurve, diese Kurve 9. Und jetzt geht's in die 10er, das ist so die Eröffnung, den Exit brauchst du auch links normalerweise nicht den Körper berühren, die sind alles so unfassbar hoch, da dreht sich normalerweise ein wie eine Schnecke, hier ist es noch gerade gut gegangen und Kurve Nummer, jetzt kommt mal DRS, ein bisschen entspannt, durch das Kiesbett sind auch gefühlt 10 Leute gerattert, Ricardo allen vor und hier dann, ja, der Exit, die Kurve auch sehr, sehr schwierig zu handhaben, man hat da links circa einen Meter neues Kiesbett, so ein klebriges Kiesbett, eher so, soll aussehen wie Kiesbett, ist aber fest, dass eben halt die Fahrer da nicht stecken bleiben können und auch eben um die roten Flaggen im Rennen ein bisschen zurückzuhalten. Kurve 13-14, echt eine ziemlich coole Kombi, das ist eigentlich das Aushängeschild der Strecke, lang gezogen, hier hat Perez gestern seine Runde weggeworfen und auch den Mercedes die Runde zerstört, aber beim Rausbeschleunigen wirklich, das ist so phänomenal, den Körper nur ganz leicht wieder streicheln, es zielt fast für jeden Körper auf der Strecke und das war's dann. Eine Runde hier in Sandford, eine sehr, 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 sehr anspruchsvolle Strecke, auch wenn sie nicht so aussieht, sie ist anspruchsvoll. Schaut gerne Fitz-Tobi vorbei, da gibt es immer wieder viele News über die Formel 1 und macht doch gerne das Abo weg, lasst gerne ein Däumchen rum da, vielen Dank fürs Zugucken und wer wird heute gewinnen? Mein Tipp ist auf jeden Fall, es gewinnt Charles Leclerc vor Max Verstappen und Lewis Hamilton. Was tippt ihr? Schreibt es gerne in die Kommentare, bis morgen oder später und ciao.